Also der Erfolg von der Terrorgruppe war eigentlich absehbar, weil auf der einen Seite stammt ja das Konzept von mir und auf der anderen Seite war es so, dass das Archie und Jacho ja im Prinzip im Booking und in diesem ganzen Promotion-Ding, das Handwerk hatten sie ja gelernt. Das kannten sie ja schon mit Happy Hour und mit anderen Bands. Insofern war der Erfolg klar. Ich habe das Ganze dann ungefähr bis 98 verfolgt. Und danach kam meines Erachtens nach die Terrorgruppe für mich zu sehr auf so eine Bravo- und Kiddie-Schiene. Und da hat es mich dann eigentlich nicht mehr interessiert. Terrorgruppe, Terrorgruppe, alle reden immer nur Terrorgruppe. Ich weiß, was da los ist. Die DVD kann man ab jetzt schon bei Amazon.de vorbestellen. So ist es nämlich. Yo, Larry.